So Leute, damit herzlich willkommen zu Let's Play Kirby's Adventure Wii Hardcore Modus. Wir spielen heute den Obstozean Stage 1. Und der Hintergrund erinnert voll an Donkey Kong Country Returns. Komm her! Ja! Mit den Schirmen können die Kokosnüsse nicht auf uns drauffallen. Bekannt aus altbekannten Kirby-Spielen, ich glaube sogar aus dem ersten, die Kokosnüsse. So! Eine neue Fähigkeit! Eis! Damit können wir Gegner einfrieren, wie ihr gerade gesehen habt, so. Und sie wegschicken auf den weiten, weiten Weg. Oder wir können, glaube ich, sogar... Ja, da unten haben wir es. Voila! Ein extra Life mit einer Krone. Dün, dün, dün. Schieß dreimal, dann können wir durch. Explodier doch. Da renne ich lieber oben lang. Das war also das hier, nicht wahr, Leute? Einige kennen es vielleicht von Let's Play Markus, der nicht runterfliegen wollte mit den Schirmen, da es ihm zu lang gedauert hat. Ich nicht. Ich mache das schon gemütlich. Ist ja auch ein schönes Spiel. Du stirbst. Du stirbst ebenfalls. Und du bist auch tot. Eine Ananas. Und hier ist kein Secret, ne? Gut. Ja, langsam nervt sie darunter fliegen, nicht wahr? Ich versteh's ja. Ha, ich sehe etwas, ich sehe etwas. Dadurch ist unsere Kraft leider weg jetzt, aber... Wir sind Kirby, wir können fliegen. Rein da. Ja, eine Fähigkeit, die wir, glaube ich, kennen. Es ist Tornado. Eine coole Kraft, weil sich der einen rein gar nichts in den Weg stellen kann. Ja. So, weiter geht's. Schön. Ich hoffe, ich habe bis jetzt noch kein Zahnrad vergessen. Neue Fähigkeit, der Speer. Erinnert an das Schwert, ist auch fast gleich wie das Schwert. Nur wir können damit viel, viel mehr. Zum Beispiel können wir... Verreck! Wenn wir rennen und aufladen, können wir das hier. Ansonsten können wir eben hintereinander eins drücken. Oder gedrückt halten, dann können wir fliegen. Nice, nicht wahr? Und eben in jede Richtung, die wir wollen, können wir es schießen. Wenn wir nur einmal kurz tun, dann ja. Aber hier gibt es ein Secret.
da oben gehst, sterben. Denn so ist es natürlich leichter. So, warten mal. Voila! Zahnrad 1, also keins vergessen. Guten. Scheiße, das war fail. Aber okay. Geht doch, es ist doch leicht. Und gibt's wieder eine Ultra-Kraft, die ist voll geil. Eine Ultra-Ultra-Kraft, die ist voll geil. Sie taucht jetzt hier auf. Ja, es ist Schnee. Warum Schnee in einer Wasserwelt? Schneeball-Kirby! Schneekugel! Keine Ahnung. Wenn wir schütteln, dann können wir alles kaputt machen. Kirby ist aggro. La 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 la. Meiner Meinung nach eine geile Kraft, aber nicht so geil wie Schwert. Aber Bean ist das Doofste, denn da gibt's noch echt behinderte Missionen. So, man könnte sich denken, dass hier jetzt irgendwas aufgetaucht ist. Ist aber nicht, denn es geht noch weiter. Und da zerstören wir ebenfalls alles. Wir sind Kirby. Und weiter. Hier haben wir eine riesige Festung. Ein extra Leben. Und ein paar Essen noch. Und damit geht's rein in die Bonuswelt. Die werde ich vielleicht noch schaffen. La, 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 la. Gut. Hier müssen wir mit Kirby gut umgehen können. Es geht nämlich alles nach unten und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Musste nämlich alles neu einstellen und so und ja. Zack, knapp durch noch. Das Extra-Leben ignoriere ich jetzt einfach mal. Wow, so knapp wie noch nie. Und wir sterben. Hier ebenfalls alles ignorieren. Und schnell hier rein. Ich wähle dieses Mal Schwert wieder. Ich glaube, das war falsch, aber gut. Komm, verreck! Okay, er ist hinten im Hintergrund. Gut. Aufpassen, er will uns in sein schwarzes Loch ziehen. Aber das hat gut geklappt. Mit dem Schwert. Maxi-Tomate. Und weg von hier. Das war's. Wir sind weg von hier. So, mal sehen, ob ich es noch kann, den Bonussprung. Schon einige Zeit her.
Aber das hat wieder wunderbar geklappt. Schön, schön, schön. Los. Wir haben ein neues Minispiel freigeschalten. Gut. Und das nächste Mal geht's in Stage 2. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.